Catanzaro ist die Hauptstadt von Kalabrien. Man nennt sie auch die Stadt der 3V: Velluto, Sand, Vento, Wind und Vitaliano, der Schutzpatron der Stadt. Im 18. Jahrhundert war Catanzaro zusammen mit Florenz, Genua, Venedig und Lucca einer der wichtigsten Hersteller von Sand. Die zwei Teile der Stadt sind über eine Brücke verbunden, die Brücke Morandi oder Viadotto Byzantis. Sie ist die dritte höchste Brücke in Europa. Woher kommt der Name Catanzaro? Man weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Hypothesen. Laut einer Legende wurde die Stadt von zwei byzantinischen Generälen, Cattaro und Zaro, gegründet. Aber andere Quellen geben an, dass der Name Catanzaro aus dem byzantinischen Wort Catanzarion, Stadt auf der Terrasse, kommt. Eine andere Hypothese ist, dass der Name der Stadt aus dem griechischen Wort Katartarion, Arbeiter aus Seide, kommt. Corso Mazzini ist die Hauptstraße von Catanzaro und ist rund 2 Kilometer lang. Sowohl in der Hauptstraße als auch in den Gassen befinden sich 16 Kirchen. Die Kirche von San Francesco di Paola, die Kirche von San Rocchello, die Kirche von Santa Maria del Carmine, die Kirche von Santa Maria Maddalena oder von San Biagio, die Kirche und das Kloster von Santa Maria della Stella, die Kirche von Santissimo Rosario, der Dom, die Kirche von Monte dei Morti, die Kirche von Monte Corvino, die Kirche von Santa Maria del Mezzogiorno, die Kirche von Sant'Angelo de Siclis, die Basilika der Immacolata, die Kirche von Sant'Anna, die Kirche von San Tomoboro, die Legende von San Tomoboro. Laut einer Legende war die Kirche von San Tomoboro der Treffpunkt der Sekte des Curatolo. Die Mitglieder dieser Sekte lockten die Menschen in dieser Kirche, wo die Unglücklichen getötet und beerdigt wurden. Andere zwei wichtige Kirchen sind die Kirche von San Nicola oder von den Frauen und die Kirche von San Giovanni Battista. Der Denkmalkomplex von San Giovanni Battista. Zu diesem Komplex gehören die Statue des Cavatore, Symbol der Arbeit und der Kraft der Leute von Catanzaro, der Turm des Schlosses von Karl der V. und die Keller dieses Schlosses, die früher ein Gefängnis waren und die jetzt ein Museum sind. Der wichtigste Palast in Catanzaro ist der Palast der Nobili, Sitz des Rathauses. Es war früher die Residenz der Familie der Nobili, eine Adelsfamilie aus Catanzaro. Auch hier gibt es eine Legende. Adele de Nobili, deren Freund von ihren Brüdern getötet wurde, wurde wegen des Schmerzes Nonne. Sie starb im Kloster und ihr Geist wandert noch heute durch den Palast auf der Suche nach dem Geliebten. Die Leute, die bei dem Rathaus arbeiten, hören manchmal seltsame Geräusche.
Villa Margherita ist der älteste Park in Catanzaro und befindet sich neben dem Palast de Nobili. Es wurde von Federico und Enrico Andreotti aufgebaut und wurde erstmals im Jahr 1881 aufgrund eines Besuches der Königin Margherita di Savoia für das Publikum geöffnet. Daher der Name Villa Margherita. Ein anderer wichtiger Park ist der Park der Biodiversität, der im Jahr 2004 eröffnet wurde. Hier findet man verschiedene Tier- und Pflanzarten des Mittelmeers und viel Platz für Sport, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball, Fußball, Skateboarding und Jogging, für Picknicks und für Konzerte. Das ist unser kleiner Central Park. Der Murcedo. Die Innereien des Kalbs werden mit Olivenöl gebraten und danach in Tomatensauce mit vielen Chilischoten gekocht. Man serviert das warm mit Pita, ein weißes Brot in Form von einem Donut. Es gibt auch einige Varianten der Soffritto e Maiala und der Murcedo e Baccalà. Die Diana. Erbsen, Kartoffeln, Artischocken und Zickleinfleisch werden mit verschiedenen Aromen gekocht. Das ist ein typisches Gericht von Ostern. Die Vermituri. Das heißt gekochte Erdschnecken mit Tomatensauce und Chilischote.